So Leute, was geht ab? Es ist so rot, weil es die Void-Kristalle gibt und ich wollte mich dem ein bisschen anpassen. Meine komplette Kleidung ist auch schwarz-rot. Eigentlich könnte ich noch eine andere Mütze anziehen, aber die ist trotzdem auch schwarz-rot, wie der Zufall so will. Also, es gibt gerade die Angebote hier, in denen es jeweils 5 Crystal gibt. Da ist sogar noch Shards dazu, die bin ich jetzt eigentlich nicht so geil. Aber die Crystals holen wir uns und machen wir jetzt gleich auf. Das waren einerseits eben die Crystals mit einer Chance von einem 3 bis 4 Sterne Void und einmal sind es die Crystal mit einer Chance von 3 bis 5 Sterne Void. Und die machen wir jetzt auf. In welcher Reihenfolge machen wir die auf? Ich würde sagen, wir machen erst die kleinen auf, weil der Hype, wenn wir natürlich einen Fünfer kriegen, ist geiler oder größer. Deswegen holen wir die hinten. Und fangen mit denen jetzt hier an. Sehen überraschenderweise natürlich gleich aus wie die von dem guten Sentry. Kamera hat Problem mit dem roten Licht, kriegt mich nicht scharf gestellt. Haha, liegt nicht an der Kamera, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ton vergessen. So, Ton ist da. Gerade nach Hause gekommen, mitten in der Nacht. Gerade gesehen, Offer. Gerade reinhauen. Und 2 Sterne Magic. Bam. Da geht's schon los. Ein Hauptpreis nach dem anderen werden wir jetzt hier abholen, sage ich euch. Vielleicht habe ich Hauptpreis ja falsch ausgesprochen und ich meine Trostpreis. Ja, 4 Sterne Void wäre einfach schon cool. Ich werde natürlich trotzdem den 5 Sterne Void versuchen zu kriegen. Aber wenn man 4 Sterne Void schon mal hätten, wäre das schon mal ein Trostpflaster, falls es nicht reicht. Mit den gefeatureten Crystals. Richtig nice. Seht ihr? Das bewirkt das Licht. Wenn ihr auch ein Void wollt, dann müsst ihr bei euch zu Hause das Licht rot machen und ein Crystal Opening machen. Alternativ gibt es auch andere Ideen, wenn ihr rotes Licht braucht. Es ist Freitagabend, Leute. Seid kreativ. Ja! Also eigentlich bin ich schon voll zufrieden mit diesen zwei Offers, dadurch, dass ich jetzt einfach ein 4-Sterne-Void bekommen habe. Richtig nice. Jetzt hoffen wir natürlich noch auf den 5-Sterne-Void. Das wäre natürlich der Kracher, wenn ich den auch noch kriegen würde aus den anderen. Ja, hier. Klar, Duplikat wäre nice, aber damit rechnet jetzt natürlich gerade kein Mensch. Ich habe euch gesagt, wir ziehen einen Hauptpreis nach dem anderen raus. Wir haben auf jeden Fall einen richtig fetten Hauptpreis rausgezogen. Werde das auch gleich kurz einen kleinen Screenshot für meine Allianz machen, natürlich. Und jetzt machen wir gleich die nächsten 5 auf, bevor wir uns den Void anschauen. Ich bin morgen leider den ganzen Tag nicht zu Hause. Ich kann euch morgen kein Spotlight bringen. Und ich werde euch auch noch kein Spotlight bringen, weil ich versuche ihn als 5 Sterne zu kriegen. Und ich werde ihn versuchen mit vielen wahrscheinlich zu bekommen. Und wahrscheinlich werde ich dann auch euch ein Spotlight von der 5-Sterne-Version machen. Und ich glaube, das nehmt ihr in Kauf, wenn ihr 2 Tage oder so vielleicht länger auf ein Spotlight wartet oder eine Woche länger auf ein Spotlight warten müsst, weil die kommen erst nächste Woche raus. Ich hoffe zumindest, dass ihr das in Kauf nehmt. Außer ich kriege ihn natürlich jetzt als 5 Sterne, dann wird natürlich am Sonntag, denke ich, das Spotlight kommen. Da habe ich ihn sogar gesehen im Spin. Ich dachte gerade, das bleibt jetzt auf der 5-Sterne-Rogue stehen, aber ist es nicht. Ist auch nicht so schlimm, weil ich hätte nicht wirklich Verwendung für sie, weil ich mag Rogue nicht. Also sie ist ultra starker Champion, ne, das steht außer Frage, aber ich mag sie einfach nicht. Ich spiele sie nicht so gern. Ich habe auch eine 4-Sterne-Version auf Rang 5, aber benutzen tue ich sie nie oder so gut wie nie. Howard the Duck. Immerhin 4-Sterne-Champion. Haben wir schon auf 20, 40 sogar schon, jetzt auf 60. Werden wir niemals maxen. Ja, keine schlechte Ausbeute bis jetzt. 2 4-Sterne-Champions gekriegt, einer davon Void. Das wäre natürlich, ich weiß nicht, einfach die 5-Sterne-Version wäre es halt einfach der Krach, aber sonst geht's so. 2 Crystals haben wir sogar noch. Wir haben noch 2 Tries auf ein 5-Sterne-Void. Den lassen wir mal bis ein bisschen länger spinnen. Ich habe, glaube ich, noch nie aus diesen Pre-Crystals, die man kriegt, eine 4-Sterne-Version vom gefeatureten Champion rausgezogen. Also, ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Du Lacker! Oder hier, du wirst doch gesponsert von Kabam.
Wie auch immer. Werde ich leider nicht. Ich bin nicht mal Marvel. Ich krieg. Oh. Ich krieg nicht mal Content Creator Stuff. 4 Sterne Sentry. Auch nice. Hat man noch nicht. Macht einfach meinen Pool größer. Ziemlich. Läuft ziemlich gut, Leute. Eben wie gesagt, ich krieg nicht mal Marvel Content Creator Stuff. Also könnt ihr euch die Kommentare, dass ich von Kabam gesponsert werde, sonst wohin stecken, weil ihr wisst genau. Das wäre mir fast schon lieber, wie manche Champions direkt zu kriegen, wenn ich jeden Monat einmal so einen Champion auf Max kriegen würde. Gerade den Void hätte ich jetzt auch eigentlich dafür. Ich hätte so gerne den getestet als 4-Sterne-Version. So, letzter Crystal. Ein Sentry haben wir auch schon bekommen, also. Kann man nicht sagen, kann man nicht meckern. Wir haben 3 4-Sterne-Champion gekriegt. 2 davon hatte ich nicht, mitunter natürlich die 2 neuesten Charaktere, die es gibt. Und jetzt gehen wir uns kurz noch den Sentry hier anschauen. Werde ich ein bisschen Spaß haben mit dem, wahrscheinlich aber erst morgen Abend. Leider wirklich gar keine Zeit morgen. Falls sich jemand wundert, wieso, wenn jemand Magic the Gathering kennt, morgen ist Pre-Release von der neuen Edition. Void. Sieht so bösartig auch aus. Ich finde, die Farbe macht mich ein bisschen fertig, aber was soll's. Werden die noch sicher wecken? Wir haben Forschungserweckungsscammer und auf solche Charaktere haben wir eigentlich gewartet. Werden die natürlich erst erwecken, nachdem ich, also es kann sein, wenn ich die 5-Sterne-Version kriege und sie direkt erweckkriege, dann habe ich jetzt auch keinen Nutzen, meine 4-Sterne-Version zu erwecken. Aber wenn ich euch das Spotlight mit dem 4-Sterne mache, weil ich traurigerweise den 5er nicht kriege, werde ich ihn garantiert erwecken. Könnt ihr euch hier nochmal durchlesen? Ich freue mich, mega geil. Ich wünsche euch allen mindestens gleich viel Erfolg wie mir. Und ich hatte dicken Erfolg. Also ihr könnt mich nur toppen, wenn ihr ihn 2-mal kriegt oder wenn ihr ihn als 5-Sterne kriegt. Ich hoffe, ihr schafft es da draußen. Schreibt mir in die Kommentare von euch, wenn sich jemand das Angebot geholt hat und was ihr so rausgekriegt habt, ob ihr auch 4 Stars gekriegt habt oder nicht. Weil theoretisch haben wir auch noch einen Sentry gekriegt, was richtig nice wäre, wenn ich nicht den 5-Sterne-Sentry hätte. Ja, in dem Sinne, nochmal haut rein und ja, denkt an das rote Licht, meine Freunde. Und der Erste, der eine Frucht in die Kommentare schreibt, wird angepinnt.